Lasst mich frei, ihr Narren! Flüsterer, welchen Preis soll Fardenk dafür bezahlen, dass er uns an die Wächterinnen verraten hat? Wir sollen Fokus Zorn spüren, indem er in eine schwarze Hose verwandelt. Wir sollen Fokus Zorn spüren, indem er in eine schwarze Hose verwandelt. Gute Arbeit. Heute Nacht bekommt ihr eine Extra-Ration. Welche Absichten verfolgt euer Herr mit Elion wirklich? Geheimnis, Fokus, Geheimnis. Oh, ich hätte Lust, einen richtig hässlichen Strauß zu pflücken. In dem Buch? Die Wächterinnen haben das Buch. Es ist unmöglich, es zu öffnen. Au, du trittst auf mein Ohr. Blank leid tun. Meine Güte, euch scheint aber auch nichts zu entgehen. Ein Naturschutzgebiet. Was für eine wundervolle Idee. Cedric, meine Schwester wünscht, etwas Land in der Nähe des Schlosses auszuwählen, das fortan unberührt bleiben soll. Zum Nutzen und Wohle aller wilden Lebewesen von Meridian. Dürfte ich euch unter vier Augen sprechen? Fardenk ist entkommen? Meine Truppen verfolgen ihn bereits in diesem Augenblick. Vielleicht sollte ich deine Legionen ein bisschen anheizen. Und bei ihrem Anführer fange ich an. Aber mein Prinz, die Rebellen werden doch kein Grund zur Sorge mehr sein, wenn ihr erst einmal Elion ihrer Kräfte beraubt habt. Aber bis ich endlich im Besitz ihrer Kräfte bin, muss ich Elions sinnlose Projekte ertragen. Phobos, sieh doch mal, ich entwerfe gerade ein Freilufttheater. Stimmt etwas nicht? Es sieht so aus, als würden dich deine alten Freundinnen immer noch verfolgen. Ich fürchte, ich habe leider keine Wahl und muss meine Kräfte gegen sie benutzen. Ein für alle Mal. Nein, tu's nicht. Bitte. Sie werden nie wieder hierher kommen. Das verspreche ich. Ratet mal, Leute. Wir haben uns für das Extremsportturnier angemeldet. Oh, cool. Aber was ist das überhaupt? Na, Downhill, Inlineskaten, Straßenrodeln. Dabei tragen wir süße Stretch-Trikots. Oh, und ich sehe in Fuchs ja ganz besonders schnell aus. Ah, nee, du kannst auch gut Inlineskaten. Willst du in unser Extremteam? Will, machst du mit? Seht mal, was Mrs. Rudolph auf meinen Mathe-Test geschrieben hat. Eine 3-. Ist das nicht ziemlich gut für dich? Nicht meine Note, das da. Sie will, dass du zu ihr nach Hause kommst? Was hast du getan? Ich hab gar nichts getan. Ihr hättet nicht mitkommen müssen. Oh. Meine Güte, was ist das? Ich nehme an, das bin ich. Oh, Wächterin? Nein! Mrs. Rudolph? Gut, dass ihr alle gekommen seid. Es tut mir leid, dass ich es euch nicht vorher sagen konnte. Ich bin vor vielen Jahren aus Meridian hierher gekommen. Mit Elion. Sie waren das Kindermädchen, das sie entführt hat? Viele haben dabei geholfen, sie vor ihrem Bruder zu retten. Aber ich wurde auserwählt, sie auf die andere Seite des Netzes zu bringen. Also haben Sie das Amulett gestohlen, das Siegel des Phobos. Ja, aber in meiner Eile habe ich es irgendwo zwischen dem Portal und hier verloren. Wieso sind Sie nicht den Weg zurückgegangen und haben es gesucht? Um ehrlich zu sein, ich dachte gut, dass es weg ist. Das denke ich immer noch. Außerdem ist das Siegel nur in der Lage, Dinge zu öffnen, nicht zu schließen. Aber wenn Sie das Portal nicht geschlossen haben, wer hat es dann getan? Ich kann nur vermuten, dass Elions Kräfte schon als Baby so stark waren, dass sie ausreichten, um das Netz wieder hinter ihr zu versiegeln. Ihre großen Kräfte scheinen ihr jetzt leider nicht mehr viel zu nützen. Ich habe törichterweise angenommen, dass sie nach all den Jahren in Sicherheit wäre. Dass ich ihr eines Tages sagen könnte, wer sie ist und wovor ich sie gerettet habe.
Wieso erzählen Sie uns das alles erst heute? Gestern hat Elion Kontakt zu mir aufgenommen und mich gebeten, dass die Anführerin der Wächterin heute zu mir kommen soll. Wie denn Kontakt aufgenommen? Ist sie hierher gekommen? Geht es ihr gut? Cornelia! Es geht mir gut. Elion! Ich will, dass ihr aufhört, nach mir zu suchen. Ihr alle. Meridian ist jetzt mein neues Zuhause. Oh ja, ich bin sicher, es ist ganz reizend dort, mal abgesehen von den sabbernden Loden. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich kann dort etwas bewegen und ich will, dass ihr sofort aufhört, mich zu suchen. Elion, hör mir zu, du weißt nicht... Da ist nur Platz für dich, mein Großer. Oh. Blank, bestes Versteck gefunden. Oh, glänzen. Kleines Problem, Lorden. Zu groß zu fangen, Blank. Kanalsoldaten. Oh. Seid ihr in meinem Revier, ihr Fieslinge. Den Befehl nicht erhalten. Wie könnt ihr es wagen, den geschützten Wald zu betreten? Vielen Dank. Das Volk von Meridian wird dir auch dankbar sein. Ich bin dir gerne dabei behilflich, unser Königreich zu verschönern, Elion. Niemand darf auch nur einem einzigen Lebewesen im neuen Naturschutzgebiet der Prinzessin schaden. Dann hat uns Elion gesagt, dass alles in Ordnung ist und sie uns nie wiedersehen will. Könnte es vielleicht sein, dass wir uns in Phobos getäuscht haben? Also bitte, sein bester Freund ist Cedric, diese Echse. Vielleicht macht Cedric ja nur seine Arbeit, nämlich die Erbin auf den Thron zu setzen. Ihr wisst doch, sogar Bienen stechen, wenn man sich ihrer Königin nähert. Die Umstände von Elions Rückkehr sind schon, wie soll ich sagen, etwas beunruhigend. Aber wenn sie sagt, sie ist in Sicherheit, dann ist es vielleicht am besten, wenn wir als Wächterin uns zurückhalten. Das war's? Das große Witch-Abenteuer ist vorbei? Also sind wir ab jetzt wieder ganz normale Mädchen. Perfektes Timing. Das Extremsportturnier beginnt in einer Stunde. Meine Mutter stank schon immer und mein Vater noch viel schlimmer. Genau wie meine Brüder und Tanten. Unsere Hände werden vererbt, von Schmutz und Dreck verfärbt. Die Unterhosen bekommen die Verwandten. Darum heißen wir Passierer. Da ist er. Was sagt man dazu? Cheerleader auf Inlineskates? Wir machen beim Rennen mit Uriah. Ist ja süß. Vielleicht warte ich auf euch hinten an der Ziellinie. Pass lieber auf, was du sagst.
Du bist nämlich bereits jetzt erledigt, Alter. Nein, ich bin Uriah. Das reimt sich auf Gewinner. Naja, zumindest am Schluss. Wir wollten uns doch eigentlich amüsieren, wisst ihr noch? Genau, denn es dürfte doch extrem spaßig werden, ihm in sein reimendes Hinterteil zu treten. Skater, an die Startplätze! Dieser Hügel sieht von hier oben sehr viel steiler aus als von unten. Fünf, vier, drei, zwei, eins! Ist später die Gang! Wir sollten uns bei Uriah bedanken, dass du gestolpert bist. Dann wollen wir mal. Will? Bleib offen! Bleib offen! Seht mal, da ist und eins! Da ist auch eins! Und da sind noch mehr! Und mal dort ist noch eins! Da ist noch eins! Aber warum sind das so viele? Ist das Netz dabei, sich aufzulösen? Benutzt doch die Karte. Also gut, wir sind hier. Wo ist das da? Ist das nicht in der Nähe des alten Schrottplatzes? Blank! Wir müssen Tarané holen. Oh! Mega super Sachen! Blank brauchen größere Taschen! Blank, hör auf! Du lässt überall in der Stadt Portale entstehen! Das ist aber hübscher Schmuck! Ein Amulett, das Portale öffnen kann? Wisst ihr, was ich glaube, Leute? Das muss das Siegel des Phobos sein! Blank, nicht bewegen! Blank über Geschäft reden! Du Idiot, das Ding hat unglaubliche... Ah, Blank schenken euch! Get off!
ist schnell und starr. Das sollten wir ausnutzen. Was meinst du? Ich spiele nie wieder Laserzielscheibe, das verspreche ich. Es geht mir gut. Geht es dir gut? Ich bin mir nicht sicher. Niemand wird dich jemals lebend im Arbeitslager wiederfinden, Rebell. Verlass dich nicht darauf, Schuppengesicht. Ich habe viele Freunde. Ja, sicher. Und ich glaube, sie sind auch alle hier und schlagen Scheine für den neuen Staudamm. Muss arbeiten in Hugong-Schlucht. Hm. Na, großartig. Boah, das Herz von Kandra K. hat eine Turboladung bekommen. Offensichtlich hat das Herz von Kandra K. die Macht des Siegels absorbiert, Portale zu öffnen. Der da will sich nicht bewegen. Wir brauchen die restlichen Männer. Also gut, das Bowling kann beginnen. Jetzt! Einige von denen werden wiederkommen. Sie sind fast so tollpatschig, wie sie hässlich sind. Also ist Klettern wahrscheinlich unsere beste Chance. Hallo, Fremder. Cornelia, wie bist du denn so schnell hierher gekommen? Das Herz von Kandra K. ist irgendwie abgegradet worden. Sieh dir das an. Na los, tu es. Alles einsteigen in Richtung Erde. Kannst du sie überall öffnen? So sehr ich auch jeden in Sicherheit bringen möchte, ich kann mich einfach aus keinem unfairen Kampf raushalten. Oh? Jungs. Hey, hat jemand von euch Durst? Die Flüsterer haben gesagt, dass alle Pläne, die Phobos mit Elyon vorhat, in diesem Buch stehen. Und wir haben wirklich schon alles außer Dynamit versucht, um es zu öffnen. Hey! Ihr braucht überhaupt kein Dynamit. Ihr habt etwas viel Besseres. Vergesst nicht, das Siegel des Phobos ist ein Schlüssel, ein Universalschlüssel. Haben diese Blumen auch irgendetwas von unsichtbarer Tinte geflüstert? Sie haben gesagt, Phobos Pläne für Elyon würden... Die Krönung Elyons zur Königin von Meridian wird der Moment des größten Triumphs in meinem Leben sein. Mit der Aufzeichnung dieser Worte soll ihr Schicksal besiegelt sein. In 5 Tagen werden ihre Kräfte auf dem Höhepunkt sein. Und dann werde ich sie ihr alle aussaugen. Und ihre verdorrte Seele soll bis in alle Ewigkeit als schwarze Rose weiter bestehen. So viel zum normalen Teenager-Leben. Sieht aus, als wären wir wieder im Wir-retten-das-Universum-Geschäft.